Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Pioche mit einem brandneuen Part von Mario Kart 8 Online. Im letzten Part haben wir darüber geredet, was man beachten muss, wenn man ein Netzwerk betritt und welche Arten von Werbung es gibt auf YouTube. Yay! Und in diesem Part, werdet ihr wahrscheinlich schon den Titel lesen. Es geht heute um den 60 FPS auf YouTube. Es ist schon ein paar Tage länger draußen, wenn ich dieses Video hochlade, weil ich da vorher noch andere Videos hochlade, weil, ja, das Video von gestern, bla bla bla, ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr Mario Kart 8 Videos gebracht, also von daher passt das eigentlich auch schon, dass ich diesmal wieder ein neues Video bringe. Yay! Okay. Ich werde wahrscheinlich nicht auf 1080p und 60 FPS machen, weil es mir eigentlich nicht so wirklich möglich ist, das hochzuladen. Ihr müsst mal bedenken, eine normale Datei, also die ihr hier wahrscheinlich seht, ist meistens so zwischen 700 bis 800 MB groß. Und bei meiner 3K-Leitung dauert das 5 bis 6 Stunden. Ja, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft mit meinem Internet. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sogar den ganzen Tag dran sitzen und nein, das könnt ihr mir nicht zumuten. Ich werde es wahrscheinlich machen, wenn ich ein besseres Internet irgendwann mal habe, aber derzeit ist es mir leider nicht möglich. Aber es ist auch nicht wirklich so schlimm, weil die Qualität ist eigentlich mit 1080p eigentlich auch okay. 27p und 60 FPS wäre ja zwar kleiner, aber ich habe das mal getestet und die Qualität, die nimmt da eher mehr ab, als dass die sich steigert. Ist zumindest mein Empfinden. Und das lohnt sich dann auch wirklich nicht, dass ich das dann auf 27p runter skaliere. Nee, das bringt nichts. Ist leider so. Ah ja. Und Mario Kart, der DLC, wenn das Video rauskommt, ich hoffe, da ist der DLC noch nicht draußen. Ich habe doch, ja, noch 6 offene Sachen, aber ich werde wahrscheinlich dann noch irgendwelche Rennen von den neuen Strecken dazwischen packen. Denke ich mir mal. Ich muss erstmal meine Rennen verbrauchen, die ich habe, damit ich mal wieder ein neues Speicher habe auf meiner Festplatte. Ah ja, ich müsste mir mal wieder eine externe Festplatte besorgen. Aber derzeit kann ich es noch nicht machen. Ja. Gate Mangel, bla bla bla. Ihr wisst ja, was ich meine. Gut. Dann nochmal kurz einen kleinen Abstecher zu der Wii U. Die wird nämlich für Super Smash Bros. Für die Wii U halt so ein Vor-Download anbieten. Also das heißt, dass man sich das Spiel schon vorm Release runterladen kann, aber noch nicht spielen. Das wird dann halt am Release-Tag halt durch einen kleinen Patch dann gefixt, dass man das dann auch direkt dann spielen kann. Das soll halt die Server am Release-Tag von Super Smash Bros. Wii U halt, ja, wie nennt man das nochmal? Entlasten, ja. Das Wort habe ich gesucht. Sie soll es ja entlasten und ich finde es eigentlich eine recht gute Idee. Vor allem, wenn man halt eine etwas schwächere Leitung hat, kann man sich ja schon mal vor runterladen und ja, braucht das halt nicht am Release-Tag alles machen und spart sich viel Stress bei der ganzen Sache. Bin ich zumindest der Meinung, dass man sich extrem viel Stress dabei sparen kann. Und ja, ich find's cool. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in den Kommentaren. Na, ich glaube, ihr werdet das sowieso nicht tun. Niemand schreibt irgendwelche Kommentare hier unter. Merke ich schon. Ich merk's schon, Leute. Ich merk's schon. Okay. Dann bin ich überlegen. Ja. Ja, dieses U-Craft für die Wii U, das wurde verschoben auf 2015. Ja. Bisschen schade für viele, die sich auf das Spiel gefreut haben. Aber was soll man machen? Ja, was soll man machen? Ja, passiert halt. 2015 kommen sowieso ziemlich viele gute neue Spiele raus. Ich hoffe, es kommt auch noch ein neues Star Fox. Das wird mich sogar freuen. Okay, ist Yoshi Wollige Welt ist eigentlich auch cool, aber ich will auch noch einen Star Fox haben. Definitiv will ich noch einen Star Fox haben.
Wenn ich halt Star Fox krieg, dann bin ich mad. Okay. Der kommt wahrscheinlich dann 2016, wenn da nicht schon eine neue Konsole draußen kommt. Aber mal gucken. Wir werden es ja sehen, was denn nächstes Jahr alles Schönes auf uns wartet. Auf jeden Fall richtig viele neue Spiele. Yay. Ja, dieses Jahr kommt ja auch noch Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir auf den Markt. Ich kann es leider nicht machen, kein 3DS derzeit, beziehungsweise auch keine Capture-Card. Ich werde es dann wahrscheinlich 2015 noch nachholen für euch. Genauso wie X und Y werde ich wahrscheinlich auch nochmal nachholen. Warum? Ja, weil ich die Spiele nie gespielt habe. Also von daher kann man das auch mal nochmal nachholen. Warum nicht? Ist doch auch mal wahr. Warum nicht? Warum soll man halt keine Spiele nachmachen? Zwar sind die ein bisschen veraltet dann, aber was soll's. Das nächste Pokémon-Spiel kommt ja sowieso erst 2017, 2016 so raus in den Dreh. Denke ich mir zumindest, dass es in den Dreh dann auch rauskommt. Wir werden es ja sehen, was die siebte Generation auf uns wirkt. Oder ob es wieder einen neuen Remake von irgendeinem Spiel gibt. Ach, das ist halt die große Sache. Ah ja, ich habe übrigens diese Strecke hier extrem oft letztens zum Zeitrennen gespielt. Und ich bin mittlerweile eigentlich deutlich besser, als was ihr da seht. Das ist ja schon langsam peinlich, dass ich hier so viel Speed eigentlich verschenke. Das ist schlimm. Ja, ich hätte definitiv Erster werden können. Hätte ich mehr Skill gehabt zu diesem Zeitpunkt. Aber das ist ja egal. Ich will ja weiter mit irgendwelchen Themen reden. Yay, Themen. Okay, das lassen wir da. So, als nächstes Thema habe ich mir ausgedacht. Da muss ich nochmal überlegen. Ah ja, der DLC von Mario Kart 8. Es kam ja recht viele Trailer von Mario Kart 8 Strecken raus, die halt schon bekannt sind. Zum Beispiel Yoshi Circuit vom GameCube oder dieses... wie hieß das denn irgendwie? Oh Gott, Excitebike, ja. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Yay. Es ist übrigens um 10.37 Uhr. Noch ein bisschen müde. Darum, dachte mir. Ich kann noch ein bisschen kommentieren. Gut. Dann rede ich mal ein bisschen besser über irgendwelche Themen. Yay. Okay, Excitebike hat mir ja. Also ich fand das mit den Strecken umstellen eigentlich recht interessant. Also so beim Online-Modus wird es wahrscheinlich auch so sein, dass halt nicht immer die gleiche Strecke ist, sondern halt gewisse Teile ja immer umgewechselt wird. Das ergibt ja auch eine recht viel Abwechslung auf dieser Strecke. Aber im Zeitrennen haben die ja berichtet, dass die es so machen, dass es halt nur eine Art von der Strecke gibt. Eigentlich auch recht berechtigt, dass die beim Zeitrennen es nur auf eine Strecke macht. Ansonsten ist es auch ein bisschen doof, weil man kann sich ja nicht auf die Strecke dann richtig einstellen. So wie bei den anderen. Und von daher ist es eigentlich ein recht guter Kompromiss beim Zeitrennen halt, nur eine Version von der Strecke zu nehmen. Also ich finde es eine gute Sache. Yoshi Circuit, auf jeden Fall eine richtig coole Strecke. Ich dachte nicht, dass sie nochmal wiederkommt, da die ja schon auf der DS-Version nochmal geremaked wurde. Aber bei DLC gibt es sowieso keine Regeln. Definitiv gibt es da keine Regeln. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt nie Regeln für so solche Sachen. Ach ja, und ich fahre in diesen Rennen so scheiße. Das geht ja gar nicht. Geht ja auf keine Kurve out. Gut. Okay. Wir haben noch gleich noch ein Rennen. Dann passt das ja. Yay. Gut. Ich bin überlegen, was rede ich denn jetzt noch am besten? Ja. Ich werde auf jeden Fall mein... Ach ja. Die Amiibo-Figur von Yoshi. Also ich habe irgendwie die Vermutung, dass man dort was an den Charakter selbst ändern kann. Aber ich weiß nicht, ob man das dann auch im Online-Modus spielt, aber eigentlich wäre ja eigentlich nix so wirklich, also spricht ja eigentlich nicht wirklich was dagegen, wenn man halt die Stats
von Yoshi halt auf Schwergewicht umstellen kann. Also, ich würde mich freuen, wenn ich dann mit Yoshi jetzt Schwergewicht fallen kann. Da kann ich ja nicht mal weggerammt werden. Yay! Ja, das wäre cool. Das wäre richtig cool. Aber wahrscheinlich wird sich dann auch das Fahrgefühl von Yoshi ein bisschen verändern. Muss ja, was ja ein Schwergewicht ist. Also von daher werden wir ja sehen, was sich mit den Amiibo-Figuren verändert. Auf jeden Fall hat Yoshi auch recht viele Spiele. Ich glaube, derzeit das meisten mit 5. Ja, ich glaube, das war Super Smash Bros. Für Wii U, 3DS. Dann haben wir dann noch Yoshis Wollige Welt. Dann Mario Kart 8. Das waren jetzt mal 4. Und, man, da fehlt da noch was. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Falls ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, wir hatten Yoshis Wollige Welt, Mario Kart. Die zwei. Mann, das fehlt doch noch irgendwas. Da fehlt doch noch. Ach ja! Mario Party 10! Genau! Mario Party 10 fehlt da natürlich. Das wird natürlich auch mit der Amiibo-Figur unterstützt. Aber wir werden es ja sehen, wie es dann am Ende aussieht. Mario Kart 10. Na, ich müsste das eigentlich mal auch mal spielen. Da ich ja lange kein Mario Party mehr gespielt habe. Beziehungsweise ich habe ja noch kein Mario Party in meinem. Auf meinem Kanal. Das wäre ja eigentlich noch was, was ich noch machen müsste. Wollen. Müssen tue ich gar nichts hier. Definitiv tue ich müssen nichts. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Mario Kart 8 Part, beziehungsweise in den anderen Projekten. Bis dann und ciao!